I've never felt this way before. It must be you and I. Yo, wunderschönen guten Tag, meine sprudeligen Spritzer, und willkommen hier zurück bei dem FIFA-Video. Denn ja, Freunde, ich werde auch ab und zu jetzt mal was anderes hochladen. Gerade Battlefield bin ich am Suchten, Call of Duty bin ich heftig am Suchten aktuell. FIFA wird ab und zu gespielt, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber wird auf jeden Fall auch wieder ein bisschen kommen, weil ich auf jeden Fall auch die Games auf meinem Kanal bringen will, die mich interessieren. Die werden immer mittags kommen und abends wird auf jeden Fall safe immer ein Counter-Strike-Video kommen, ja? Also diejenigen von euch, die unter dem letzten FIFA-Video rumgeheult haben mit bist du ein Counter-Strike-Channel, ihr bekommt trotzdem immer noch die gleiche Menge an Counter-Strike-Videos wieder vor. Es kommen einfach zusätzlich noch ein paar andere Games, die mich interessieren. Da würde ich euch gerne mitnehmen in die anderen Games. Wie zum Beispiel jetzt hier Megaset-Pack-Opening. Da werden wir auf jeden Fall ordentlich die Lunzi, den Schniedel reinwutzern. Und mit dabei haben wir die Berliner Betting Boys. Jo! Was geht ab? Genau, jetzt wird hier auf jeden Fall aufgezimmert. So ein Ding kostet 700 FIFA-Points, ist natürlich heftig. Ja, dieses Pack-Opening kostet wieder 40 Euro. Aber wir hoffen natürlich, dass wir auch dementsprechend geile sexuelle Spieler ziehen. No homo natürlich. Das bisher größte Set mit 30, ja genau, 30 Objekten. Eine Mischung aus Spielern und Verbrauchsobjekten mit mindestens 26 Gold und 18 seltene. Also da sollten wir auf jeden Fall einen Walkout ziehen, oder? Ja, geht auf jeden Fall klar, Alter. Der ist drinne. Ja, Lionel Messi. So, Boys, jetzt werden hier auf jeden Fall ordentlich die Päckchen aufgepimmelt. 700 FIFA-Points ist auf jeden Fall eine heftige Nummer, aber wir ziehen durch. Wir haben Bock auf jeden Fall, den einen oder anderen in Form zu spielen. Oder Walkout, wäre auf jeden Fall lecker. Wow, komm, übertrieben. Ach nee. Ach nee. Nur Mini-Pimmel. Nur Mini-Pimmel-Dinger. Oh, Dick. Hast du da ein paar Verträge? Nur aber die Verträge und die Fitnessgarten gehen wunderbar weg. Aber da du ja so viel spielst, dann kannst du ja mit den Dings da. Kann ich auch die Verträge verkaufen. Mit den Verträgen viel anfangen. Der gute Albiol, Mensch. Ja, die kann ich verkaufen. Och Mann, erste Päckchen war auf jeden Fall schon mal eine Flöte. Komm jetzt. Fucking 700 FIFA Point Päckchen. Komm. Walkout, komm. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal zwei große, 284er sind da auf jeden Fall am Start. 284er waren in dem Päckchen, ist nicht übel, kann aber auf jeden Fall besser laufen. Duran ist der andere 84er. Cool, 284er auf jeden Fall hat man direkt erkannt an den zwei Sternschnuppen. Das Pack ist heftig, also das ist auf jeden Fall auch so gar nicht mal so schlechtes Päckchen, muss ich sagen, weil also trotzdem Verträge trotzdem Videos machen. Ja, aber das aber auf jeden Fall trotzdem. Nice. 35.000 Punkte werde ich da nicht rausbekommen. Aber wir wollen jetzt ja, wir sind immer noch guter Dinge, dass da ein Walkout drin ist, oder? Oh, scheiße, Mann, da geht wieder nur Mist drin. Nur Mist drin. Nur Mist der drin. Der beste brasilianische Torwart. Ja, gut. Der Dicke. Oh, Roberto Firmino. Oh, Benteke. Auch Clichy. Auch der beste. Oh, Jorginho ist schon wieder da. Der Jorginho haben wir wieder gepult, Digga. Haben wir wieder gezogen. Komm, wir haben jetzt noch fucking zwei Päckchen. Komm, in 40 Euro muss doch was Ordentliches drin sein. In Form. Mann, wieder nur Scheiße, Alter. Gibt's doch nicht. Kacke, wir haben danach nur noch ein Päckchen, Boys. Oh mein Gott. Ich glaube, das sind wieder 40 Euro für den Arsch raus. Digga, das wird sein, das letzte. Das letzte Päckchen muss es sein, ansonsten sind 40 Euro für den Arsch raus. Da kommt der Ronaldo. Jetzt kommt der Ronaldo. Komm, den wollen wir doch. Gibt's denn überhaupt in Form aktuell? Ich glaube nicht. Komm, letztes Päckchen. Letzte Woche. Komm, Attacke jetzt. Komm. Oh, 84er nur. Scheiße, Alter. Garei, einer der schlechtesten 84er, den du Mann, Boys. Oh, Batsuashi. Ja, Alter, schade, Rip auf jeden Fall. Rip Pepperonis. Das war wirklich Rip and Pepperonis. Da haben wir jetzt fucking 40 Euro ausgegeben und haben wirklich nichts Geiles bekommen. Die aber für Coins können wir uns ja noch hier was gönnen, oder? Nee, restlichen Coins hebe ich auf für die nächsten Einpäckchen. Okay, wenn da jetzt was drin ist, Fumse, dann bist du auf jeden Fall der Hero. Ja. Das aktuelle Video. Und wenn nicht, bist du der Buhmann. Alles klar. Bist du der Buhmann. Okay, du bist der Buhmann. Alles klar, Digga. Haben wir gezogen. Ja komm, jetzt können wir, am Start. Jetzt können wir die restlichen Päckchen hier echt tatsächlich noch aufprügeln. Was das kam unerwartet, dass du die doch aufmachst. Also so wie bei unserem Crony hat kennen. Komm, die letzten. Wow! Nee, das Päckchen sah gerade irgendwie heftig aus, aber irgendwie war es doch nur scheiße. Hä? Ich dachte gerade, das Päckchen sah echt heftig aus. Krass, Sosa. Toni Sosa. Nein, Spaß. Mann! Boys. Wir müssen doch jetzt hier mal was ordentliches aufpimmeln.
was ordentliches aufpimmeln. Oh Gott, nicht mal ein Weltmeer drin. Können wir direkt skippen. Brauchen wir überhaupt nicht hier. So eine Scheiße, Alter. Komm, wir brauchen hier einen ordentlichen Walkout. Oh, lädt lange. Oh, das lädt sehr lange. Oh, da muss ja was Dickes drin sein. Oh, geil, nicht mal ein Seltener. Was? Warum denn das? Hat ewig lang geladen, nicht mal für einen Seltenen. Ja, moin. Ist auf jeden Fall aktuell echt eine Enttäuschung. Die 40 Euro haben sich wieder nicht gelohnt, Freunde. Kann man mal so sagen, haben sich nicht aktuell gelohnt? Ja, noch ist nicht vorbei. Ja, noch ist nicht vorbei, aber... Sehr geil. Nicht mal mehr ein Seltener. Können wir auch skippen, behindert den Dreckspäckchen. EA will uns hier, glaube ich, total in den Arsch poppen. Zwei können wir noch aufmachen. Und dann haben wir noch 50 übrig. Was soll ich mit den 50 anfangen? Die werden gespart, Digga. Oh. Ey, was ist das denn? Nicht mal ein einziger Selten mehr. Was ist das denn für eine Barsche? Ja, andere haben in die Kommentare geschrieben, sie haben innerhalb von 20 Euro einfach zwei Inform oder so gezogen. Gibt wahrscheinlich echt so Leute, die so Lack haben, Alter. Aber ja, ich gehöre da leider nicht dazu. Ich brauche immer so viel Cash in der Pelle. Oh, das ist ein silberner, seltener Spieler. Ein silberner. Ja, moin. Der gute Brochen. Na gut, Mr. Freunde. Boring. Jetzt haben wir die Päckchen auch alle geöffnet. Ein Silberpäckchen können wir hier noch aufmachen. Grandios. Grandios. Dann sind wir hier auch pleit im Bruch. Und da haben alle Dinger gezogen. Inform High. Ja, garantiert. Nicht mal seltener. Nicht mal seltener. War auf jeden Fall echt belastend heute. Lasst auf jeden Fall einen Mitleidsdaum nach oben da. Schaut beim Fumse vorbei, der ist unten drunter verlinkt. Und der alte Buhmann. Ich sag bis Spider-Man. Und Schlusswort geht an die Berliner Ghetto Boys. Haut rein, Hashtag Penner. Hashtag genau. Buhmann. Haut rein, Boys.